Kapitel 6. Der Blick durch den Spiegel. Vergib mir meine Sünden, Herr, und gib mir die Kraft, weiterzumachen. Gib mir die Kraft, gegen das Böse zu bestehen und den Fluch zu beseitigen, der schon so lange auf meiner Familie lastet. Gib mir die Kraft, Herr. Amen. Es gibt nur einen Weg vom Allerheiligsten der Kirche aus. Ich muss in die Tiefen der Katakomben hinabsteigen und die Quelle des Bösen zerstören, das von meiner Seele Besitz ergriffen hat. Ja, mein Verdacht hat sich definitiv bestätigt. Es war irgendwie auch sehr, sehr klar. Und wir haben wieder sehr, sehr wenig. Und die Kugel haben wir auch noch. Die habe ich vorhin erst wieder entdeckt im Buch. Und genau hier wollte ich eigentlich die ganze Zeit auch wieder hin. Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass es sich jetzt schon aufklärt, wer denn der Mörder ist. Aber okay. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, jetzt hat er es aber echt eilig, der gute Samuel. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Tja, jetzt weiß ich natürlich allerdings nicht. Okay, ich kann hier irgendwas machen, aber ich dachte, ich kann hier die Schlüssel einsetzen. Dunkle Ecke. Ich werde mal ganz kurz speichern, weil ich nicht weiß, was mich in der dunklen Ecke erwarten wird. Und ja. Ach, Samuel. Ich hoffe, du bereust all deine Schandtaten. Und ganz ehrlich, die Schockaktion mit dem Arzt, die Überdosis bei dem Hausmeister. Ich weiß ja nicht. Und die Explosion beim Onkel. Samuel ist einfach böse. Er ist einfach böse. So, ich habe jetzt nochmal gespeichert und wir gehen mal in die dunkle Ecke. Da ist es stockfinster. Und er hat natürlich die Taschenlampe nicht mehr, ne? Ist klar. Aber ein Feuerzeug. Warum geht das nicht? Ich muss hier irgendetwas tun, aber ich weiß nicht was. Er war in der Asche meines Vorfahren versteckt. Der Ring. Der Ring ist der Schlüssel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das sind die Symbole, aber wir haben nur ein paar davon gefunden. Diese Symbole, sie führen hierher. Ja. Oh oh. War anscheinend nicht richtig. Müssen wir jetzt... Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, welche wir hatten. Oh, ich versuche mir das mal ein bisschen aufzumalen, von der Reihenfolge her. Eventuell... Oh Gott, ich kann auch super zeichnen. So, das... Nee, warte mal. Die ähneln sich ja hier fast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich muss nur die ankreuzen, die so ähnlich aussehen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Achso, mehr war ja nicht, ne? Okay, das auf jeden Fall. Das. Das. Das und das.
War easy, war total easy. War mir einfach das sind viele bestimmt Symbole. Die Katakomben, die in Markes Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. Jetzt krieg keine Kopfschmerzen, Junge. Sonst bringst du wieder wen um. Okay. Ich weiß nicht, was diese Schrift bedeutet. Vielleicht eine Warnung vor dem Betreten. Ja, doch, das kommt dem sehr nah. Aber es ist jetzt auch egal, Samuel. Hier ist so eine Kugel, hier ist so eine Kugel. Das heißt, hier irgendwo muss noch so eine sein. Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Looten und leveln! Looten und leveln, los! Kannst du aufschlagen. Das sind Lootboxen. Okay. Es fehlt definitiv eine solche Kugel. Eine in Stein gemeißelte Bestie. Das bist du, Samuel. Gott. Oh Gott. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht. Können wir die Kerze anzünden? Ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Eieieiei, hier ist ganz schön viel. Aber ich will noch mal kurz zurück, weil ich glaube, ich etwas übersehen habe. Eine Öffnung. Haha, okay. Viel Glück. Ich werfe einen Blick hinein. Ich glaube, das ist nicht klug. Nein! Ja, ist okay. So. Spiel laden. Zack. Und das Spielchen noch einmal von vorne. Ich bin froh, dass wir hier so weit gespeichert haben. Ich weiß nicht, eine was Warnung. Dies vielleicht eine. Ja, ich hätte auch schon nach rechts gehen können. Wurzel. Die Bäume sind mit ihren Wurzeln sogar bis hier eingedrungen. Wir müssen diese eine Kugel finden, auf jeden Fall. Vor allem können wir hier überall lang. Ja, das ist krass. So, hier waren wir ja vorhin. Und hier hat doch gerade was rot aufgeleuchtet, oder? Wehe, Skelett, du bist auch. Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Die Leichen sind über den ganzen Gang verteilt. Ja. Nehmen wir das Schwert mit? Jetzt wird es langsam echt ein bisschen heikel. Ich suche eigentlich. Das sind wieder die Fässer, okay. Und hier ist. Es ist doch auch bloß wieder eine Falle. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Das sieht mir auch nach einer Falle aus. Ich werde jetzt immer speichern, wenn ich weiß, da ist eine Falle oder könnte eine Falle sein, weil ich keine Lust habe, das ständig wieder zu machen. Also bis gleich. So, meine Lieben, ja, ich, so schlau wie ich war, bin auf Spiel laden statt auf Spiel speichern gegangen. Ich habe jetzt aber auch total vergessen, wo dieser Ziegelstein war. Ist aber alles erstmal egal. Hier ist auch wieder so ein komisches Loch. Da möchte ich die Nichte durchfassen. Ich werde es aber dennoch versuchen. Man weiß ja nie. Also ich werde jetzt wirklich nochmal versuchen zu speichern. So, war doch voll easy. Wir werden jetzt definitiv wieder sterben. Das sind 100 pro nur Fallen, aber man weiß ja nicht. Halt, warte. Ich werfe einen Blick hinein. Nein. Okay. Eindeutig. Bis gleich. Ja, das wird eine einzige Schnippelei hier, aber... okay. Ein Abgrund. Ja, Samuel, spring doch einfach mal in den Abgrund. Ich sehe den Boden nicht. Nein, die Kugel muss ja irgendwo rein. Aber ich komme hier nicht weiter und ich habe nichts zum Runterschmeißen.
Also gehen wir nach rechts. Wir müssen hier so ein Teil finden. Alles klar, hier ist auch wieder dieses Symbol. Ich habe etwas in der Ferne gehört. Es war keine Falle. Okay. Ja, auch hier werde ich nochmal speichern. So, und dann wollen wir mal. Eine Öffnung ist da. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Aber vielleicht muss da die Kugel rein. Ich sehe es ja nicht, du bist mir hier gerade im Weg. Einer der Schlüssel vielleicht. Die Kugel passt da also nicht rein. Ist das jetzt da, wo der Schädel war? Eine in Stein gemeißelte Bestie. Ja, das Loch wollen wir nicht benutzen. So, ich werde nochmal die Kerze anzünden. Wer weiß, wofür es im Endeffekt gut ist. Tausend Wege und ich finde nicht den, den ich brauche. Zurück. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht ganz raus. Na doch, anscheinend schon. Ja. Ich kann auch mit den Dingern nichts. Ach, das Schwert. Okay, das habe ich beim letzten Mal wohl gar nicht mehr mitgenommen. Okay. Ich weiß, glaube ich, was wir tun müssen. Glaube ich. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Ich hoffe, wir müssen nicht noch gegen so eine Bestie kämpfen. Aber das wäre ja so untypisch Point and Click, oder? Geht das nicht? Warum nicht? Was kann ich denn damit anfangen? Ein schweres, geschmiedetes Schwert. Wow. Okay, ich habe zwar irgendetwas geöffnet, aber... Soll ich das Messer hier reinschmeißen? Tatsache. Warum? Warum? Ich sehe den Boden nicht. Warum hast du das jetzt da reingeschmissen? Und wieso hat er kein Feuerzeug mehr? Samuel, bist du behindert? Das wäre doch... Oh nein. Tja. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Das hast du richtig, richtig gut gemacht, Samuel. Richtig, richtig gut. Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Das Brett könnte man auch über den Abgrund nehmen, aber das tut er anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung. Also mittlerweile habe ich einen groben Überblick. So riesig ist es nämlich dann doch nicht, aber ich habe das Gefühl, uns fehlt hier einfach noch so eine Kugel an der Wand. Oder ich mache hier irgendetwas falsch, aber ich wüsste nicht, was. Nee.
dieser behinderte Abgrund. Sie fühlt sich merkwürdig an. Oh Gott, was muss ich tun? Was muss ich tun? Das wird jetzt bestimmt ewig dauern. Ich werde höchstwahrscheinlich schneiden. Ach. Halt, ein Helm. Das stammt vermutlich aus der Zeit der Belagerungen, aber wer weiß. Ja, und was kann ich jetzt mit dem Helm machen? Kann ich den vielleicht auch in den Abgrund schmeißen? Ist das so eine Art Opfergabe? Ich versuch's jetzt einfach mal, weil... Ich weiß nicht, muss ich Teile der Rüstung in den Abgrund schmeißen und irgendwas öffnet sich? Das wäre hart seltsam. Und ich kann es tatsächlich. Warum? Alter, wenn hier gleich ein Gremlin oder so ein Scheiß kommt. Ja, so ein Wendigo-Viech. Ja, dann bin ich raus. Hier ist wieder so ein Loch, aber... Nein. 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 Niemals. Jetzt bin ich praktisch wieder am Ausgang. Alles klar. Warum konnte ich vorhin da nicht lang gehen? Hä? Da geht's nicht weiter. Ich traue der Öffnung nicht, aber ich werd nochmal speichern und dann schauen wir mal. Eine Nische, okay. Bitte nicht sterben. Das muss die Karte des Labyrinths sein. Ja. Toll. Ist das da hinten ein Totenkopf? Also den Plan hatte ich auch selber schon gut im Kopf. Der hilft mir jetzt nur nicht weiter. Das hilft mir absolut nicht weiter. Hier ist kein Zeichen, wie, was, wo. Und ich kann kein Latein. Soll das Latein sein? Vor allem jetzt... Keine Ahnung, der kommt jetzt mit dieser Karte an, nachdem ich das Rätselslösung schon hatte. Aber halt. Da ist ja eine Treppe anscheinend hinter dem komischen Bestienkopf. Halt. Hier muss irgendwas sein. Hier sieht's aus wie eine Treppe. Vor allem Labyrinth, ich bitte dich, so schlimm ist es auch nicht. Eigentlich... Warte mal. Kalte Hand, was trinken?
Ich habe ja die Vermutung, ich muss gar nicht alle Lichter anmachen. Wir haben jetzt eine Karte und wir mussten vorhin eine Kerze anzünden. Mensch, alter, bekannter Point-and-Click-Trick und ich habe es wieder vergessen. Und da leuchtet es auch schon auf. Ich muss mir das notieren. Oh. So, wir haben das Kästchen, wir haben das Kästchen, wir haben das. Hier muss was an. Die muss an. Ich mache jetzt hier mal ganz professionell die Karte auf. Und natürlich muss ich die Hälfte aller Lichter wieder ausmachen. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo wir genau sind. Wir müssten jetzt aber eigentlich... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo wir genau sind. Geradeaus. Ich mache den jetzt mal aus. Ich glaube, der muss nämlich gar nicht an. Ich habe das ja vorhin auch wieder falsch gemacht. Oh. Was kommt denn jetzt? Der Teufel und wir müssen abhauen? Okay, krass. Ich wusste es, das musste nämlich aus. Ich war mir nur gerade nicht sicher, ob ich den Teil angemacht hatte von dem vorherigen, weil ich nicht mehr durchgeblickt habe. Ja, sehr vertrauenserweckend, ne? Mit dem Totenkopfhornschädel und dieser komischen... Was ist denn in dieser Familie falsch gelaufen? Ja, warum nicht? Das war jetzt bestimmt nicht klug. Wehe, du stirbst. Alter, was ist das denn? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Wie der sich immer dreht, wenn der sich wundert. Okay, hier ist ein Altar. Hallo? Oh, müssen wir uns opfern? Wurpal. Ein uralter Ritualdolch. An der Klinge klebt getrocknetes Blut. Tja, Samuel, ich habe da so einen leisen Verdacht, aber oh, oh. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Wurpal. Ein so, an ja. Der Klinge. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen irgendwie uns opfern. Samuel, schneid dir die Pulsadern auf. Mach irgendwas. Hoch. Wer tut es? Ja. Wow, der hat ja anscheinend sich sehr tief geschnitten. Oh, das ist für die Schlüssel, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier müssen die Schlüssel rein. Okay. Rot kommt hier rein. Wow, die sind ja echt riesig. Gelb kommt hier. Wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht hier? Zack. Der letzte Schlüssel. Ich bin gespannt. Zodokare busadire im coraxo zodere.
Matorebi. Wachs da sobra weh. Maliore wachs da sobra. Malior im Ibute. Wow. Amena vei busadire. Amena wachs zodokare. Bla 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 bla. Williams Tod war nur der Anfang eines erwachenden Fluches. Ich hätte es spüren sollen. Es gibt keinen Abkommen unseres Blutes, der den Black Mirror durch seine Taten wieder öffnen würde. Er wird für immer geschlossen bleiben, wie Marcus es gewollt hatte. Niemand wird je wieder in der Lage sein, 5 Seelen zu besitzen. Der Fluch ist gebrochen. Eines bleibt noch zu tun. Es gibt noch einen lebenden Gordon. So endet meine Geschichte. Ich habe immer befürchtet, dass mich die Vergangenheit wieder einholen und ihren Schatten über mich werfen könnte. Meine Seele ist verloren, durch Sünden, die sich nicht ungeschehen machen lassen. Das Böse hat viele Gesichter, viele Formen. Ich weiß jetzt, dass die Vergangenheit ein verzerrtes Spiegelbild meiner Seele ist. Es gibt keinen Richter, der ein Urteil fällen könnte. Es gibt nur mich. Das war's. Okay. Ich habe jetzt einen kleinen Abspann erwartet, aber ich habe von dem Spiel gar nichts mehr erwartet. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr vieles verdreckt von dem Spiel. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich schon mal gespielt, aber das ist anscheinend sehr lange her. Es ist auch sehr lange her. Ich weiß, man sieht mir mein Alter nicht an, aber na gut. Das Ende war jetzt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie und warum er den Fluch jetzt richtig. Ich weiß nicht, wie er den Fluch gebrochen hat. So, ich muss jetzt erstmal meine Gedanken hier sammeln. Aber gut, er hat es irgendwie geschafft. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll, wenn man sein Blut hergeben muss, um einen Fluch zu besiegen. Das leuchtet mir nicht ganz so ein, sonst ist es ja eigentlich immer umgedreht. Dass man sich opfert und das Böse will ja immer ein Opfer. Satan möchte immer Opfer haben. Aber naja, okay. Im Endeffekt hat er sich geopfert, alles schick, alles gut. Es gibt aber tatsächlich noch 2 andere Teile, die ich nicht kenne, die ich noch spielen möchte. Ich werde sie tatsächlich spielen und ich habe keine Ahnung, was uns dann erwarten wird. Ich wusste auch nicht mehr so wirklich, auf was ich mich hier einlasse. Samuel und ich, das war am Anfang eine kleine Hassliebe. Mittlerweile ist es nur noch purer Hass. Ein Typ, der kein Mitleid empfindet. Ein Typ, der mal ein paar Leute schockt. Ein paar Stromschläge verpasst, ihnen Medikamente verabreicht, ohne dass sie es wissen und einfach mal Labor hochjagen lässt. Ja, ich habe heute ein bisschen Sprachgulasch. Gut, aber okay. Ja, trotzdem hat es, irgendwie hat es mir ja doch gefallen. Ich fand es immer ganz witzig teilweise. Man konnte sich gut abreagieren bei dem Spiel. Ja, doch, man konnte sich sehr gut abreagieren. Ich brauchte zwar von Samuel dann ab und zu mal Pause.
Aber gut. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin immer fleißig meine Videos schaut und eventuell beim nächsten Mal Black Mirror mit dabei seid. Ich werde auf jeden Fall irgendwann den zweiten Teil anfangen. Jetzt habe ich noch ein, zwei andere Projekte am Start und tatsächlich auch richtig viel Zeit dafür. Denn ich bin soweit durch mit den letzten Projekten. South Park ist durch, Black Mirror ist jetzt durch und Obscure ist auch durch. Das heißt, ich habe wieder genug Zeit für Neues und habe auch schon was im Petto. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wann ihr die Folge sehen werdet. Wahrscheinlich laufen da die anderen Projekte auch schon, aber ist ja auch erstmal egal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!